Willkommen zu einer neuen Folge von den Stämmen und in 2 Tagen startet die neue Welt 115 und die 116. Wir melden uns allerdings auf der 115 an und wir haben einen Stamm. Ja, wir haben einen Stamm gegründet. Dann zeige ich mal hier, also das sind erstmal die Leute, die sich gemeldet haben. Ja, die wollen alle noch mitspielen. Es sind schon mehr, als ich gedacht habe. Ja, dachte nicht, dass es so viele wären. Und das Einzige, was ihr jetzt noch tun müsst, entweder ihr nehmt das, habt ihr ja angenommen, aber wir werden es so machen, dass wenn wir starten, in Stammesnähe sind. Ja? Das ist wahrscheinlich viel einfacher für alle. Dann gehen wir mal auf den Stamm. Ihr braucht eigentlich nur, also der Stammesname wird noch geändert. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht. Wir heißen Schnee im Sommer. Entweder ihr sucht danach oder ihr gebt das Kürzel Koks ein. Ja. Hier steht es nochmal. Da. Da ist das Kürzel Koks. So wird es geschrieben. Schnee im Sommer, sucht danach. Vorerst bleibt das so. Und werden wir dann erst wahrscheinlich ändern, wenn wir starten. Wenn wir es überhaupt ändern. Vielleicht das Kürzel ändern, ist ein bisschen zu krass vielleicht. Wir wollen ja auch nicht gleich gesperrt werden oder sowas. Ne? Joint einfach hier rein, schreibt mir nochmal vielleicht mal kurz, wenn ihr nicht auf der Liste seid. Ich denke mal, wir werden mit 30 oder 35 Leuten starten. Ja, eigentlich ein Massenstamm. Und dann wird es natürlich passieren, dass einige Leute nicht richtig mitkommen werden und die haben dann halt verloren. Ne? Leute, ihr müsst, wenn ihr mit uns spielt, ja, da könnte es passieren, dass einige von euch oder ich vielleicht auch oder die anderen, die mitziehen, auf der Strecke bleiben. Und dann muss man einfach davon ausgehen, dass das nicht mehr tragbar ist dann in weiter Ferne oder so. Ne? Also da müssen wir halt mal gucken. Also seid euch da im Klaren, wenn ihr zu mir in den Stamm kommt, nehmt mir das dann nicht für übel. Weil das ist dann das Spiel, ja, und da müssen wir ein bisschen härter durchgreifen dann, je nachdem, wie wir das machen wollen, damit wir auch ein bisschen vorankommen. Also wir können nicht, wenn da dass jemand das Spiel nicht begreift oder nicht auf die Tipps hört, die wir haben und geben, dass der auf der Strecke bleibt und dann wird er halt geworfen. Das muss euch jedem klar sein, der hier reinjoint. Und ich hoffe, das wird auch verstanden und nicht dann zu einer Hassorgie bei mir werden, ja, sprich auf meinem Kanal etc. pp. Das ist natürlich dann scheiße. Na, denkt dran, es ist nur ein Spiel. Vorneweg. Es gibt auch ein TS, ja, könnt da gerne raufjoinen. Da heißt, die IP heißt crafting.de. Viele wissen es schon. Viele sind schon drauf. Das ist der öffentliche TS von uns. Ja, das wird natürlich einen eigenen Bereich geben für uns, wenn wir wirklich was Wichtiges zu besprechen haben. Ist das mit Passwort? Und dann können wir auch ganz in Ruhe Sachen besprechen, ohne dass uns jemand belauscht oder etc. pp. Für später dann, falls dann diese Fragen aufkommen. Ich hatte, eine Sache habe ich noch, ich hatte einen Kommentar gehabt, in der letzten Folge habe ich gezeigt, wie man PP-Punkte farmt, also Premium-Punkte, wie man die farmt. Und er glaubte nicht daran, dass man 4000 Premium-Punkte farmen kann. Ich habe gerade mal, jetzt habe ich 5000, ja. Da drücke ich einfach mal kurz weiter. Oh, geht das überhaupt? Geht gar nicht. Ey, ich möchte hier eins weiter. Aber ich kann nachgucken. Ich kann doch hier nachgucken, oder? Kauf, übertragen, Protokoll. Na, wie das alles funktioniert, ist doch super. Hier. So, hier siehst du Rohstoffe gegen Spieler. Hier siehst du alles. Guck dir das an. Hier. Ich gebe auch ein bisschen was aus. Wenn ich ein bisschen tausche und so weiter. Aber hier siehst du, hier kommt rein, hier, Händler, alles gehandelt. Hier. Und das ist nicht nur ein bisschen, weil wenn man hier auf die, aufs Datum guckst, ja, allein hier am 20. habe ich jetzt ordentlich was gemacht, habe ein bisschen was ausgegeben, aber es kommt schon hin. Ne? Also man kann, so wie ich das in der letzten Folge gezeigt habe, wirklich Premium-Punkte farmen. Auf der Welt 115 ist das sinnlos, das funktioniert da nicht, weil da gibt es diesen Handel nicht. Auf der 116 sollte eigentlich dieser Handel wieder vorhanden sein. Also da geht es dann. Da kann man praktisch Premium-Punkte gegen Rohstoffe tauschen und umgedreht dasselbe. Gut, aber dazu müsst ihr euch die letzte Folge ansehen. Das war's von meiner Seite her schon. Ich wollte eigentlich nur kurz ein Update geben. Jetzt könnt ihr bitte joinen. Ja, wir haben heute Montag, wie gesagt, am Mittwoch beginnt es. Das ist 2 Tage davor. Nicht, dass ihr jetzt am Freitag ankommt und sagt, ich will noch da rein. Ja, und so weiter. Da müssen wir mal gucken, wie weit wir vorangekommen sind, besser gesagt. Wie gesagt, joint da rein, ich nehme euch an, ihr habt 2 Tage Zeit dafür. Ja, und dann in diesem Sinne haut rein, ich freue mich auf euch. Bis dann.